Seht ihr das Kaninchen? Der hat voll einen Zahn drauf. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's, Mimo, euer Gunshot. Und ja, wir spielen hier gerade mal so ein bisschen DayZ, aber die Arma 2 Mod. Ich wollte mich gerade bei DayZ Standalone, bei der Standalone wieder einloggen, bis mir eingefallen ist, Alter, die Server sind noch offline. Ja, es ist noch Mittwoch, es ist Mittwoch früh. Heilige Scheiße. Und da ist direkt ein Spieler. Und ich kenne mich hier noch kein Stück aus. Und Zombies. Das finde ich jetzt scheiße. Whoops. Ich renne mal kurz hier weg. Die Zombies werden mir hoffentlich nicht hinterherkommen. Nee, mich nicht. Haben sie anscheinend nicht gesichtet. Wie gesagt, das ist Arma 2. Die DayZ-Mod. Und anders als in der DayZ Standalone gibt es hier einiges an Zombies, wie es scheint. Ich kenne mich auch mit der Steuerung noch nicht wirklich aus. Ich möchte mal meinen herstellen. Oh Gott. Ach so, das ist dieses Herstellungskit. Das möchte ich jetzt nicht haben. Okay. Vielleicht sollte man sich vorher mal mit der Steuerung bekannt machen. Ich Max wurde getötet. Die Uhr. P. Dings. Ich probiere hier gerade mal ein bisschen was durch. Aha, okay. Ich habe sogar schon ein paar Sachen dabei. Explodiert hier gleich was? Alter. Kompass habe ich standardmäßig dabei. Ja, nee, das sollst du nicht mal hinlegen. Okay, das funktioniert alles. Gut, da springe ich drüber. Ah, die Map. Ja, genau, wir sind südlich von Berenzino. Das ist hier Netzneue. Netzneue, wie auch immer. Ich kann die russischen Dinger nicht so richtig aussprechen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall gleich mal auf den Weg machen. Wie scheint, habe ich doch noch keine Waffe. Das ist eigentlich jetzt sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, ich habe eigentlich direkt eine dabei. Weil wie soll ich sonst vor den Zombies... Ich renne hier einfach mal an denen vorbei. Ich renne einfach mal direkt an denen vorbei. Alter, die rennen hier die ganze Zeit krank hin und her. Ne, da ist noch ein Spieler. Gut, der hat die jetzt abgelegen. Abgelegt, genau. Abgelenkt. Dann nutze ich mal die Gunst der Stunde. Und renne hier einfach mal querfeldein. Okay, man erkennt einiges wieder, ist aber natürlich doch grafisch, ach du heilige Scheiße, etwas anders als die Standalone. Boah, nö. Jetzt hab ich die hinter mir, so eine Scheiße. Okay, wir haben unten rechts ja unser Wasser und Nahrungsbestand so ungefähr, was in unserem Körper noch alles okay ist und was nicht. Gut, der eine rennt noch ein bisschen. Ich renne jetzt hier einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die buggen. Da schießt schon einer. Hallo? Hier wird schon mal die dramatische Musik aufgehört. Jetzt kommt die Mucke wieder. Ich weiß verfickt nochmal nicht, wie ich die Waffe wähle. Jetzt fliegt hier ein Heli weg.
ist herrlich. Das ist alles so herrlich. Wie werde ich denn die Ficker los? ...1,7 aus till restart. Also ich glaube, ich bin noch ganz okay. Weiß nicht, wie sich das hier verhält. Wie schnell ich hier was zu essen brauche oder nicht. Spieler Hotdog verliert Verbindung. Ich nehme am besten einfach nochmal einen kurzen Schluck von meinem Kaffee. Einfach mal, dass die Zombies von mir abgelassen haben. Ja, das ist der Fall. Jetzt möchte ich ein Haus haben, bitte. Um ein bisschen was zu suchen. Ah, da oben sind sie ja. Also, hier fehlt auf jeden Fall die Baustelle, die wir sonst vor Perizino haben. Da ist eine kleine Scheune. Ich guck mal, ob ich dort ein wenig ausrüsten kann. Ist mein Bestand an Wasser etwas gesunken im Körper. Ich dehydriere etwas. Beziehungsweise bin ich noch gut hydriert, aber ich sollte mich um Wasser kümmern. Wie gesagt, das nehme ich jetzt eigentlich gerade bloß auf, weil ich dachte, ich kann schön was für Daisy aufnehmen. Oder für die Stände. Beziehungsweise für die Standalone. Wo kommen die Geräusche? Da! Aus der fucking Scheune. Ist mir von nichts sicher. Ich möchte doch jetzt hier einfach nur ein paar Häuser haben. Aber mich wundert das jetzt gerade so ein bisschen, dass hier... Ich habe, glaube ich, mir von Arma 2 noch nicht so viel angeguckt, aber dass kein Gras angezeigt wird. Ist das normal? Lasst es mir mal in den Kommis oder vielleicht habe ich bei den Grafikeinstellungen was falsch gemacht. Ich habe aber eigentlich alles auf Maximum gestellt. Weil ich doch meinen möchte, dass man Rechner Arma 2 eigentlich locker schaffen müsste. Aber man lernt ja nie aus, nicht wahr? Ist das da jetzt ein fucking Spieler? Ja. Ne, ein Zombie. Das ist ein Zombie. Das ist ein Zombie. Oh. Ich denke hier, das sind Spieler die ganze Zeit, das sind fucking Zombies. Hier überlebst du doch keine 5 Sekunden. Kann ich mal ein bisschen looten? Verpiesel du dich mal, Typ. Boah, hier liegt was. Eine fucking Knifte. Mosen Daggert. Natürlich wahrscheinlich ohne Munition. Doch, es ist Munition drin. Oh mein Gott. Lol. Jetzt habe ich sie natürlich gleich alle an mir. Das einfach von mir mal ab, eben kurz. Oh, Leute. Okay, ich will natürlich lieber die... Ups. Scheiße. Bin noch nicht am Bluten.
Auf jeden Fall haben wir schon mal eine schöne Maus hin. Jetzt ist bloß die Frage, wie das mit der Munition aussieht. Ich könnte wetten, dass ich gleich getötet werde, gerade jetzt, wo ich eine Waffe in der Hand habe. Ich werde mich aber, glaube ich, gleich mal auf ein nicht vorhandenes Hochhaus verziehen, oder doch? Ah, ich werde mich doch mal auf das Dach von einem Hochhaus verziehen und mal ein bisschen die Lage checken. Boah, diese Zombie-Geräusche machen einen echt kirre. Es wirkt alles so dolle verschwommen. Aber warum? Ich weiß nicht, warum es so verschwommen wirkt. Ich weiß auch gar nicht, ob bei der Armor-Mod hier Berezino überhaupt ein großes Anlaufziel ist. Ich dachte mir bloß, ich gehe einfach mal in eine Location, die mir gefällt. Kann ich nochmal zoomen? Schade, leider nicht. Das sind Zombies. Only Zombies. Okay. Dann gehe ich doch mal weiter looten, denke ich. Ja. Ich gehe mal eben weiter looten. So. Let me down, please. Nip, 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 nip. Ja. Zocken tue ich es jetzt natürlich auch aus dem Grund wegen den DDoS-Angriffen. Auf die DayZ-Server. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ist das wahr oder nicht? Ich habe da auch gar keinen Bock bei dem ganzen Gehate mich da großartig einzumischen. Vor allen Dingen auf den Facebook-Seiten von DayZ Standalone finde ich es so nervig. Dass da wirklich Posts sind, die mich interessieren. Und dann siehst du in den Kommentaren bloß dieses Gehate, ne? Von wegen, ja, hier. Die sagen das nur, um kein Update rausbringen zu müssen, weil sie es zeitlich wieder nicht geschissen kriegen. Und hast du nicht gesehen, ne? Nur am Flamen. Wo ich mir denke, wenn die Leute so unzufrieden sind, ne? Dann sollen sie dieses Spiel deinstallieren. Und sich irgendwas anderes suchen. Dann sollen sie H2Z2 spielen oder keine Ahnung. Kill my Pussy Farm. Ich habe keine Ahnung, was das jedes Mal soll für diese Scheiße. Ich habe keinen Bock, diesen Kram zu lesen. Das... Ich meine, die werden ihre Arbeit machen. Wenn es früher oder länger oder kürzer dauert, ist mir auch alles völlig egal. Okay, hier ist eine Base. Wie gesagt, mir ist das egal. Hauptsache, die stellen das Spiel irgendwann fertig. Und wenn die Zeit brauchen, dann sollen sie sich die fucking Zeit nehmen. Das Einzige, was ich halt bloß möchte, dass dieses, wenn man sich wirklich Sachen erfarmt, dass sie einfach da bleiben. Ne? Ich meine, wenn ich einen Charakter schon am Leben halte und... Diese Mucke, ne? Das ist ein Fahrrad. We're gonna have some action. Es ist auf jeden Fall irgendjemand in dieser Base. Die können ja hoffentlich nur zu dieser einen Seite rauskommen. Ich habe ja nicht mal mehr Ahnung, wie viel Munition ich noch in meiner scheiß Munition habe. In meiner Waffe habe. Da steht jetzt halbautomatisch 3. Bedeutet das jetzt, ich habe noch 3 Schuss?
hasse das, dieses We're gonna have some action. Dann komm raus. Dann seid ihr da zu zweit, dann habe ich vielleicht auch noch mal ein bisschen Action. Walter White ist hier. Gucke an. Die drehen hier also Breaking Bad. Ich suche mal kurz den Campingwagen, der müsste ja hier irgendwo rumstehen. Ich habe leider keinen Zoom-Scope. Okay, Haltepunkte könnte ich damit festlegen. Jetzt bloß Angst, wenn ich mich jetzt da hoch verschiebe, dann sehen die das. Wenn die in den Türmen sind. Die werden dann nicht blöd sein. Die werden ja auch gucken. Ich verschaffe mir mal kurz eine bessere Lage. Ob das jetzt besser ist, kann ich nicht genau sagen. Ich kann halt immer noch nicht reinschauen. Denn jetzt? Ich habe die definitiv. Ihr habt die ja auch gehört. Möchte ich mal meinen. Denn wir müssten die ja irgendwie. Ich gehe mal noch weiter nach oben. Fuck! Sorry. Also jetzt sind da fucking Zombies, Alter. Na, 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 na. Oh, hab ich mich verjagt, diese Scheißmusik, ne? Oben ist keiner drauf, im Turm scheint auch keiner zu sein. Die müssen ja irgendwie drin sein. Rauskommt tut auf jeden Fall noch keiner. Das Fahrrad ist kaputt. Ich besorge mir jetzt einfach, glaube ich, das Fahrrad. Scheiß drauf. Ich will das Kack-Fahrrad haben, dann komme ich ein bisschen schneller durch die Prärie radelt hier. Und ich wollte eigentlich schon immer mal ein Desi Fahrrad fahren. Bei der Standalone haben sie es ja leider noch nicht gemacht. Dafür sind ja LKWs da. Nur leider sind die immer so auffällig, so ein bisschen. Das Fahrzeug weg. Ich höre durch die fucking Mucke. Nicht mal ansatzweise. Ich glaube. Ich glaube, ich muss mal die Musik ausmachen, Leute. Der hat weggeschossen. Hat er mich gesehen? Ist schön, wenn man so als Kacknoob, wie ich jetzt hier gerade, auf dem SA-Server rumhängt. Auf dem SA-Server, auf dem Dings-Server. Aber ich habe hier ein Vehikel. Bitte lass es offen sein. Bitte. Oh yeah. Oh yeah. Sehr geil. Ich glaube, dann werden wir doch mal ein bisschen fahren. Sehr schön. Von Toyota. Wir haben ein Auto von Toyota. Gut, ich sollte mich vielleicht auch mal auf normaler Straße bewegen. Ups. Und das Ding am besten nicht gleich kaputt fahren. Wer weiß, wann man hier schon mal wieder ein Auto findet.
Seht das Kaninchen? Der hat voll einen Zahn drauf. Wie geil. So. Oh, auf der Straße geht es jetzt richtig ab. 200 km/h. Was ist hier? Admin Bun? Won't listen and won't stop talking. Russian. Okay. Entweder geht hier auf dem Server gerade übelst was ab, oder? Ich will mal kurz in den Markt noch reingucken. Kann ich die Karre abschließen? Nee, scheiße. Dafür muss ich wahrscheinlich einen Autoschlüssel finden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier überhaupt was drin ist, großartig. Knicklichter. Ich bin jetzt eingesteckt. Knicklichter, Knicklichter. Ich brauche keine Knicklichter. Ich möchte, glaube ich, was zu trinken haben. Hier ist ein Fernglas. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Doch, kann ich. Ah, sehr schön. Jetzt habe ich ein Fernglas. Oh. Was ist das? Noch eine Knarre. Eine doppelläufige Schrotflinte. Was macht das Ding hier? Eine Winchester. Flintenlauf. Okay, die hab ich jetzt, den habe ich jetzt erschossen. Okay. Okay. Mensch, bleib doch mal da. Ich locke immer nur noch mehr Zombies an. Fuck. Scheiße. Na geil, wie soll ich denn jetzt meine Waffe da wiederfinden? Doch, da ist sie. Ich habe mehr Schuss für die, aber ich... Was mache ich denn da? Oh, Alter. Lol. Ich nehme jetzt sofort wieder die... die Mosin. Ich komme nicht so ganz klar, warum kann ich denn keine zweite Waffe mitnehmen? Brauche ich dafür extra noch einen extra Rucksack? Oder kann ich die schultern, oder? Ich gehe wieder zurück zum Fahrzeug. Das ist mir sehr doof. Jo, tschüss Kumpels. Ich habe keine Lust mehr. Ich steige jetzt hier nämlich ein und dann fahre ich weg von euch. Hier war auf jeden Fall jemand.
Spieler. Hey there. Do you need a ride? Alter, ich habe jetzt nicht ernsthaft mit einem Zombie gesprochen. Ich habe mit einem Zombie gesprochen. Warum sehen die alle gleich aus? Egal. Ups, nicht gegen den Baum fahren, ganz schaut. Nee, nicht gegen den Baum fahren. Mal ein Turbo aktivieren, damit wir hier weiterkommen. Da guck mal, Fahrradfahrer. Hier fahren sie mit Fahrrädern. Okay, überlebt habe ich's. Ich werde bestimmt 100% gleich von irgendwem gekillt hier. Da ist noch so ein Coyota. Whee. Ich würde mich ja jetzt auch mal hinstellen und irgendjemanden killen, aber sind mir hier zu viele einfach unterwegs. Mit ihren scheiß Fahrrädern. Jetzt so. Ich hab grad ein Fahrrad überfahren, weil ich nicht nach vorne geguckt habe. Na komm, wir suchen mal ein bisschen die Action. Und ich fahr. Ich kann. Alter, ich kann nicht fahren, ne? Ruhig. Jetzt die Frage, wo der sitzt. Da vorne laufen wieder 10.000 Leute. Ich kann nicht zoomen. Ah, oh, wie das nervt, ne? Wie das nervt. Ich kann nicht über die Freifläche rennen jetzt hier. Fuck. Hier werden alle Leute getötet. Entweder habe ich Glück oder ich bewege mich wirklich an den uninteressantesten Orten, die die Mod hier zu bieten hat. Aha, ich komme hier die Leiter hoch. Da können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen. Ich glaube, die Tankstelle ist hochgegangen. Jetzt natürlich keine Ahnung mehr. Ist natürlich keine Ahnung mehr, was jetzt hier in der Zeit passiert ist. Ich kann noch einen nach oben gehen. Da habe ich natürlich gar keinen Schutz mehr. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd.
Ist doch keiner. Ich bin wieder mal an einem Spot, wo kein Schwein sich wahrscheinlich blicken lässt. Ich sollte bald mal was trinken. Halt mal. Nee, doch nicht. Ich kann die Zombies immer noch nicht von den normalen Menschen unterscheiden. Das krieg ich tot. Ja. Liebe Freunde. So noobig muss man erstmal sein. Das war ja mal richtig schlecht. Scheiße. Ich hätte mich da oben einfach nicht drauflegen sollen. Aber einer mit Zielfernrohr konnte das bestimmt einfach mal so erkennen. Ja. Nichtsdestotrotz werde ich hier, glaube ich, mal raufgehen, wenn wieder einer meiner Kumpanen online ist. Und ja, dann werde ich es einfach nochmal versuchen, unter Anleitung, was man denn hier wohl wie, wo, wann am besten macht und wo, wie, wo findet. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, ich hoffe, dass euch das als Ausgleich mal eben kurz so ein bisschen gefallen hat. Ich konnte euch ja, wie gesagt, kein Standalone-Video großartig liefern. Ich dachte, ich hau das jetzt einfach mal zwischendurch mit rein. Hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es einfach wieder in den Kommentaren. Ansonsten, ich mache das auch nur gerade so ein bisschen aus Langeweile. Also nicht Langeweile. Köpfchen trinken, Kippe rauchen, bevor es zur Arbeit geht. Und hab's jetzt einfach mal ausprobiert. Lasst mir mal in den Kommis, wie ihr es fandet. Ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Und das nächste Mal folgt dann auch hoffentlich DayZ wieder. Standalone, ohne DDoS-Angriffe oder irgendeinen anderen Scheiß. Und bis dahin. Ne? Macht da hoffentlich auch irgendwas. Spielt, zockt, genießt das Leben. Euer Gunshot.